Hallo meine Lieben, ich kündige euch heute gerne mein neues Vimeo-Video an und zwar habe ich natürlich jetzt auch nochmal gefragt, welche Energien der vergangene Vollmond im Zeichen des Krebs auf die eventuell noch bestehende Beziehung deines Wunschpartners oder deiner Wunschpartnerin hat. Ja? Und ich kann euch gleich verraten, diese Energien, die ich im Seelenpartner-Reading für deinen Seelengefährten wahrgenommen habe, sind absolut identisch mit den Energien, die ich hier spüre. Also wenn du mein letztes Vimeo-Video gesehen hast zu der Energie des Vollmondes für die Seelenpaare und dein Seelenpartner befindet sich noch in einer Beziehung zu einem anderen Menschen, dann dürfte dieses Video sehr stimmig sein, wenn du mit dem anderen bereits in Resonanz gegangen bist. Also das kann ich schon mal verraten. Da war ich selbst erstaunt wieder, ja, wie passend das Ganze war. Ich habe also, wie jetzt die letzten beiden Male schon, drei Positionen gelegt. Ja, ich frage einmal nach der Energie hier in dieser noch bestehenden Beziehung. Das wäre also die Seite für deinen Wunschpartner oder deine Wunschpartnerin. Hier dann die Seite für die noch bestehende Partnerin oder den noch bestehenden Partner. Und dann frage ich ja seit vier Wochen auch noch danach, welchen Einfluss jetzt die Energie in dieser Beziehung auf eure Verbindung hat. Ja? Und da habe ich dann auch nochmal um vier Karten gebeten, die sehr, sehr stimmig wiederum zu den beiden Legungen waren. Und zum Schluss habe ich dann noch diese Karten, die ihr hier noch verdeckt an der Seite seht, erbeten aus dem Deck Herzen fühlen. Und zwar habe ich da jeweils um eine Botschaft aus der geistigen Welt oder der göttlichen Führung gebeten. Einmal für deinen Wunschpartner, einmal für die noch an der Seite befindliche Partnerin oder den Partner und dann auch einmal für dich noch, ja. Und da schauen wir uns dann auch noch die Unterseite des Decks an. Und ja, wie ich finde, unglaublich stimmig zu dem Seelenpartner-Reading, das ich dazu gemacht habe. Und ich freue mich natürlich, wenn dich das Video interessiert. Man kann immer etwas über sich selbst lernen. Ja, man stärkt die Empathiefähigkeit, weil man einfach auch sieht, dass in dieser Beziehung gewisse Dynamiken herrschen, die uns allen letztendlich auch wieder weiterhilft auf unserem eigenen Weg. Deswegen mache ich diese Videos. Ja, das habe ich an vielen Stellen schon erklärt. Wenn du Interesse hast, findest du den direkten Link zu Vimeo hier in der Infobox unter diesem Video. Und dann würde ich mich freuen, dich gleich begrüßen zu dürfen. Bis dann, deine Uli.